Lass uns vielleicht das Thema Reichsbürger, weil das ja auch noch damit reingeht. Wir haben ja in Bolsterlang, hast du schon mal gehört, ne? Bitte? In Bolsterlang im Allgäu ist eine Bürgermeisterin, die auch im Verdacht steht, Reichsbürgerin zu sein. Und da ist jetzt Unruhe in Bolsterlang im Oberallgäu. Die Bürgermeisterin und vier Gemeinderäte haben an einer Reichsbürgerveranstaltung teilgenommen. Nun läuft gegen die ein Disziplinarverfahren, denn gegen die Bürgermeisterin kommen immer mehr belastende Details ans Licht. Zwar bleiben die Touristen in der Gemeinde noch nicht aus, aber trotzdem sorgen sich die Menschen. Was man hier tun könnte, und vielleicht das kann man ganz auf dem öffentlichen Wege tun, dass man einfach mal über eine Feststellungsklage feststellen lässt, was ist was eigentlich ein ist ein Reichsbürger? Reichsbürger? Ja. Weil im Moment ist das deren große Option. Und wir sehen hier erfreulicherweise, dass es nicht mehr möglich ist, allen die bisherige Variante, nämlich dem Nazi, aufzudrängen und das sozusagen hinten drauf zu pappen und drauf zu nageln. Das funktioniert nicht mehr, das klappt nicht mehr. Die Menschen merken natürlich auch, dass dieser Begriff sich nicht nur abnutzt, sondern auch seinen Schrecken verliert, wenn man auf einmal feststellt, mein Nachbar ist durch irgendeine kritische Äußerung jetzt zum Nazi geworden. Naja, dann verstehe ich diesen Begriff dann in der Zukunft auch anders. Und der Reichsbürger trägt aber natürlich durch den Begriff des Reiches, der bei vielen Menschen natürlich in Verbindung gebracht wird mit dem Dritten Reich, automatisch diesen Dünkel mit sich. Das Interessante ist natürlich A, dass dieses einen Bezug nimmt auf ein Gesetz von Adolf Hitler 1935 und dieses Gesetz von Hitler in erster Linie deswegen forciert worden ist, um eben die von ihm verachtete oder sagen wir mal loszuwerdende, das ist besser gesagt, die loszuwerdende Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten ersetzen sollte. Denn die hatte man ja nun zuvor gerade erst einmal eben auch mit einer Verordnung. Also es gilt immer nur für die, die in der Ordnung stehen. Das muss uns ganz bewusst sein. Nur die, die in der Ordnung stehen, für die kann ich eine Ordnung machen. Wohnst du nicht in meinem Haus, interessiert dich meine Hausordnung nicht. Das heißt also beispielsweise, wer bekommt denn eine Rente, Joe? Per Definition. Eine Rente bekommt immer jemand, der gearbeitet hat für den Staat in letzter Konsequenz, beziehungsweise fürs System. Und das ist das, was es ist. Das sind Menschen, die in dem System, in der Ordnung agiert haben und genau aus dem Grund erkennbar einen Personalausweis haben und eine Rente bekommen und eben deswegen und deswegen und deswegen auch steuerpflichtig sind. Und wir entscheiden, ob wir in diese Ordnung reingehen. So, also Hitler hat mit einer Verordnung eben sich dieser Staatsangehörigkeit entledigen wollen, weil damit eben auch viele andere Rechte einhergegangen sind. Und diese Reichsbürger entsprechend Ersatz dieses Reichsbürgers für eine Staatsangehörigkeit hätte aufbauen wollen. 1945 ist das verboten worden. Und wenn wir natürlich heute wissen, dass insbesondere diejenigen heute zum Reichsbürger gemacht werden, die sich auf die Bundesstaaten beziehen, ist das natürlich böswilliger, kann es gar nicht sein. Denn es ist genau das Gegenteil, ein Reichsbürger. Ein Reichsbürger ist jemand, der dem Dritten Reich gedient hat und dem Hitler sozusagen eine Art Zusatzorden ans Revier heften wollte, indem er sagt, du bist einer, der ganz hinter den Interessen des Dritten Reichs steht. Und das ist natürlich eine böswillige Unterstellung und die kommt ganz sicher mit einer kommerziellen Haftung einher, die dann entsteht. Dazu müsste man vielleicht, wie gesagt, einfach mal feststellen lassen, was ist denn per Definition juristisch betrachtet ein Reichsbürger und wer kann entscheiden, wer ein Reichsbürger ist, solange der sich nicht selber dazu bekennt. Und hier, Joe, abschließend, habe ich alles anders heute gedacht, hierzu abschließend, hier wird immer gesagt, der sich selber als Reichsbürger bezeichnet oder der sich bekennt oder dem zugeordnet wird oder selbst ernannt. Ganz klar, hier merken wir, wie wichtig dort selbst die Freiwilligkeit ist, mit der wir in die Schublade hineinspringen. Und das darf einfach nicht funktionieren, denn hier haben wir einen nicht definierten Begriff. Ich habe es schon erwähnt, der kommt wirklich aus einer privaten Initiative aus den USA, aus England. Und dort wird mit einem 600-seitigen Pamphlet, das dem Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt wird, eine
psychologische Betrachtung eines bestimmten Menschen, nämlich einen, der in Verschwörungstheorien und in bestimmten Strukturen zu Hause ist, dieses Etikett angehängt. Das ist wirklich perfide und sehr böswillig und wird sicherlich auch für diejenigen, die allzu schnell mit einem solchen Etikett dabei sind, möglicherweise zu einem Boomerang werden. Gar keine Frage.